dabei. Resident Evil Revelations. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellen wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keith und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Resident Evil Revelations. Moin ihr Baggerluten und herzlich willkommen zurück. So, Dele. Wir wollen doch einfach mal gucken, wie das jetzt weitergeht. So, Jack, wir waren... Norman war der Kopf von Veldro. Er hat das Video, das Lansdale überführen kann. Hä? Ach da! Mal, waren wir hier nicht schon? Oder war hier Ende? Nee, gar nicht. Wir haben hier Ende gemacht und wollten dann von hier aus weiter. Genau. Genau. Können wir mal gucken, ob wir irgendwas nachladen können? Nö, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Huch. Achso, Video wurde hier gedreht. Genau, das, was wir hier gesehen hatten. Hier war die Waffenkiste. Da wollten wir auch nochmal reingucken, glaube ich. Kritisch. 1. Aufgeladener Schuss. 2. Ach, das war... Ja, okay. Mhm. Ja. Genau. Ne, das ist das super Set hier eigentlich. Das ist das beste Set, was wir haben können. Denke ich, ne? Und sonst war hier, glaube ich, nichts, ne? Nee. Außer halt dieses Kraut, was wir nicht mitnehmen können, weil wir sowieso schon zu viel haben. Auf die Karte. Das ist, ah, wir haben noch keine Karte, okay. Na gut, dann gehen wir halt durch. Wir kamen doch von da hinten, oder nicht? Nein! Ach, Fug, komm schon. Ja, Mann, mach auf. Okay, hier scheint nichts zu sein. FBC. Ein toter FBC-Agent. Sie haben wohl auch nach Hinweisen gesucht. Stellst du dich so schrecklich allen dar? Okay. Ein wenig irritiert. Jetzt lesen werden, was meinen Blicken hier ward offenbar. Könnte es sein, dass das... Satan, Pape Satan, Lippe. Was? Was für eine Lippe? Könnte es sein, dass wir hier am Ende sind schon? Dann wird dem Äußern seiner Staubgestalt vom Grab her alles Fleisch zurückgegeben. Und fuck. Hören, was die Ewigkeit durchhallt. What? What the Hölle? Wie stellst du dich so schrecklich allen dar? Huh. Okay. Oh, Gottes, die jetzt lesen werden, was meinen Blicken hier ward offenbar. Okay. Hier ist Ende. Würde ich jetzt behaupten. Papa in meinem jugendlichen Sama. Wahnsinn. What? Morgan Lansdale, du willst Veltro verraten. Oh Gott, der verwandelt sich gleich. Morgan. Oh Gott. Ihr sucht das hier, oder? Oh Gott. Dieses kleine Ding enthält die Wahrheit. PDA. Alles, um diese ganze Scharade aufzudecken. Das gefällt mir gar nicht. Es liegt direkt vor den Füßen. Sammel es ein. Bevor er sich verwandelt, bitte. Normans PDA aufgenommen. Das war's. Das ist der Beweis. Schnell weg hier. Stopp! Nein, nee, nicht stopp! Nicht stopp! Der hat sich doch schon eine gehauen. Sieh den Schrecken, den du entfesselt hast.
Der haut sich jetzt doch nicht noch eine zweite rein. Okay. Ich will hier weg. Ich will jetzt weg. Ich möchte hier nicht bleiben, ich möchte weg. Ich will weg. Ich will sofort weg. Hey, das war ja schnell. Okay, dann sind wir durch damit. Danke für die Folge. Bis zum nächsten... Nein! Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Speichern bitte. Weiter, 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 weiter. Dankeschön. Und, weiter. Ich hab Angst. Ach, wir werden jetzt bestimmt nochmal zu einer anderen Gruppe geschickt. Oder? Nee, doch nicht. 6.40 Uhr am Morgen. Queen Dido. Oh Gott. Da ist ein Tyrann draus geworden. Oh nein. Morgan ist nicht hier. Es ist sinnlos. Er ist durchgedreht. What the? Teleportieren konnten die sich. Wow! Nimm den. Nimm, nein. Nee, nö. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Wo ist er? Oh, der hat mich voll erwischt. Wow, aufstehen. Ich glaube nicht, dass er sich schon verabschieden will. Wow, Forschung abgeschlossen. Ah, nein. Ich wollte hier weg. Alter, Finne. Ich will erstmal kurz da einsammeln, was da hinten liegt irgendwo. Irgendwo lag da, da lag was. Liegt hier noch was? Da liegt noch was. Nee. Ach, ich kann ja nicht laufen. Das habe ich ganz vergessen. So, ich nehme mir nochmal schnell das da. Dankeschön. Warum kriegt der mich eigentlich immer hier? Einmal das... Warum kriegt der mich denn hier? Wie macht denn der das? Der kann mich doch nicht kriegen. Scheiß die Wand an. Der kann mich doch nicht... Wie kann der mich denn bitte kriegen? Das ist doch nicht wahr. Der, wie, zur Hölle, ich muss doch irgendwie ausweichen können, oder nicht? Ich sollte nachladen, ah. Okay, ah, okay, dann trifft er mich aber nicht. Aufstehen. Okay, okay, ich check's nicht ganz. Weg, 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 weg. Hä? Wie denn? Im Ernst? Das kann so eigentlich gar nicht möglich sein. Okay, irgendwas... Ah, okay, sein Herz ist das. Oh, okay, ja, das ist in Ordnung. Aber da macht er ja keinen Schaden. Ah, ich habe ja auch Granaten, ne? Oh Gott. Weg, weg, weg. Das interessiert ihn nicht. Okay, haben wir gemerkt. Weg, 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 weg. Nice. Die hat aber, glaube ich, noch gesessen, oder? Wo ist er? Oh Gott. Mach mal dein Herz auf. Öffne dein Herz für mich. Komm schon, Baby. Okay, so kann man ihn dann aufhalten in dem Moment. Alles klar. Jetzt ralle ich das auch. Wir haben was aufgesammelt, das ist schön. Bist du denn? Nee! Oh, fick die Henne, ey. Ich weiß nicht, ob das hier was wird. Okay, da werde ich jetzt gleich erstmal... Nein, ich muss... Ah, verdammt nochmal. Ja, ich muss mich konzentrieren, den richtigen zu treffen, das weiß ich. Ich möchte hier gerne kurz weg. Okay, ich habe mich da... Das war mein letztes Heilkraut, alles klar, habe ich gecheckt.
Haben wir gecheckt. Wo ist... Wow, das war knapp. Muss nachladen. Na, weiß nicht, lässt er den irgendwann los? Wo sind die? Wow. Knappe Nummer hier immer. Das ist ja nicht... Oh, danke, Chris. Du hast mir gerade aber nicht so viel geholfen, wie ich gehofft hatte. Steh doch auf, Baby, bitte. Wo sind die jetzt? War das doch nur der eine jetzt? Hilfe! Au! Oh Gott! Das ist ein Heilkraut! Da kommt man gar nicht ran! Da kommt man gar nicht ran! Das zählt, das finde ich gerade ungerecht. Das ist nicht nett. Oh! Ich bin platt. Ich glaube, ich bin platt. Ich muss bitte aufstehen. Der andere ist nicht hier. Der andere, oh Mann. Nächster Hit und ich bin, glaube ich, tot, oder? Ich sehe ihn nicht. Nee, also das ist... Das finde ich schon ein wenig unfair gerade. Ich habe die falsche Waffe. Und sie ist am Nachladen. Oh! So hart rot. Okay, alles klar. Ich glaube, das Thema ist durch, oder? Das werden wir verlieren. Wir sind hin, oder? Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, Mann. Was hätten wir großartig anders machen können? Was hätten wir großartig anders machen können? Viel blieb da, glaube ich, nicht. Das würde ich jetzt gerne überspringen. Aber wir wissen jetzt am Anfang zumindest, wie es geht. Er portet sich. Ja, ja, ich warte bis... Alter, das Auge, guckt es euch an. Total übel. Total übel. Wo ist er, wo ist er? Oh, guckt euch das an, der ist... Also das ist, glaube ich, einer der geilsten Tyrannen, den sie gebastelt haben, finde ich. Wow! Ah, aber wir sind nur... komm schon, lad mal nach. Nein! Oh, das war jetzt gemein. Ich nehme mal schon mal eins, ne? Oh, Alter! Nein, nachladen! Oh, schon wieder. Okay, jetzt wird er böse. Jetzt schalten wir auf die andere Waffe. Und Damage rein. Damage rein, Damage rein. Komm schon. Wir brauchen Damage. Nein, 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 nein. Alter, Finne. Nö. Du verarschst mich doch. Schnelles Heilkraut. Oh, rechtzeitig den richtigen gefunden. Ich check's nicht, wo... Ah, okay, okay, okay. Okay, das ergibt Sinn. Jetzt kommt immer der eine, der... Oh, nee, da. Alter!
Boah! Genau, und das ist dann immer eine Illusion. Aber dann kommt er, glaube ich, nochmal an der gleichen Stelle. Ja, oder zumindest kurz direkt irgendwie in meiner... Wow! Alter, Finne! Was geht denn jetzt mit ihm ab? Wie zur Hölle hat er das gemacht? Nein! Oh! Du verarschst mich doch! War das gut? Nee, das war nicht ganz so geil. Alter! Oh, ich hab doch eigentlich auf den richtigen geballert, wie ich dachte. Oh. Nachladen. Der hat Chris getroffen. Du Arsch. Okay, aber... Geh schnell. Oh. Das ist... Oh. Mir fällt auch nichts anderes außer... Oh, ein. Nein. Und nein fällt mir ein. Das ist voll schwer. Oder von hinten jetzt? Dann von hinten vielleicht? Verarsche? Keine Verarsche. Nee, haben wir ihn! Wir haben ihn! Ich glaube es nicht! Oh, ist der... Das sieht nicht aus wie ein weibliches Geschlechtsteil, was sein Mund sein soll. Behandelt Morgan seine Freunde. Ich hoffe, dass der Tod ihm mehr Frieden bringt als das Leben. Wäre wünschenswert. Ay, caramba. Der Videobeweis. Das Schiff ist mit einer Drohne ausgerüstet. Das ist ihr Ausliefersystem. Sehr schön. Jetzt zeig mir die Ware. Reinstes T-Abyss. Noch gibt es keinerlei Impfstoff dafür. Wahrscheinlich auf Basis des T-Virus. Des ersten. Ein bisschen davon kann eine Stadt ins Chaos stürzen. Das wäre alles. Ich muss jetzt gehen. Wer hätte das gedacht, hä? Die fiesen Terroristen bekommen Unterstützung vom ehrwürdigen Commissioner der FEC. Der Videobeweis. Wie du siehst, kannst du dich aus dieser Sache nicht so leicht rauswinden. Ich habe die BSAA offensichtlich unterschätzt. Und dich möglicherweise auch? Wir haben das hier aus dem Sperrgebiet bei Terra Grigia. Wir haben unsere Tests abgeschlossen, du kannst es also wieder haben. Direktor O'Brien, du verstehst doch sicher unser Dilemma. Ohne die Terra Grigia-Panik wäre dem ignoranten Pakt die bevorstehende Bedrohung doch gar nicht bewusst. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Niemand hat das Recht, mich zu richten. Die Welt hatte meine Führung bitter nötig. Es war alles nur zu ihrem Besten. Du machst dir doch nur etwas vor. Du hast doch selbst gesagt, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.
aber ich bin nicht Dante. Und du nicht Vergil. Morgan Lansdale. Hiermit enthebe ich Sie des Amtes als FBC-Commissioner. Mit sofortiger Wirkung. Und ich verhafte Sie wegen des Verdachts der Verschwörung mit Veltro bei der Planung und Ausführung der Terra Grigia-Panik. Bei allem Respekt, Direktor O'Brien. Die BSAA macht einen riesigen Fehler. Wo habe ich das schon mal gehört? Im Glückskeks vielleicht? Episode 12. Die Königin ist tot. Schade. Nur A-Rating, aber 10 Minuten 10. Doppel. Joi. Insgesamt A, na gut. Scannen Sie alle Feinde. Spezialzubehör. Hart gesotten 2. Wir haben alle Feinde gescannt, die es gibt. Cool. Hart gesotten 2. Schließen Sie Episode 10 bis 12 ab. Raubzugsmodusstufen 18 bis 20 und Bonusstufe freigeschaltet. Würde tatsächlich behaupten, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch. Jetzt kommt endlich die Wahrheit über Terra Grigia ans Licht. Ja, aber der Preis war hoch. Und die BSAA muss umstrukturiert werden. Der Sturm ist erstmal vorbei. Boah, dieses Dekolleté. Nach der Festnahme von Morgan Lansdale wurde die FBC aufgelöst und ihre Mitarbeiter um Mittel an die BSAA übertragen. Yay! Die BSAA wurde im Anschluss daran in eine Anti-Bioterrorismus-Organisation unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen umgewandelt. Haha, die beiden hocken immer noch in der Eiswüste. Aber immerhin geht's ihnen gut. Keith Lumley ist derzeit dank seiner Leistung am Volcanium Mocky eine führende Figur der BSAA-Niederlassung in Ostafrika. Quinn Ketchum lehnt nach wie vor Beförderung in Führungspositionen ab, arbeitet aber weiterhin im Hauptquartier der BSAA in der F&E-Abteilung. Ich kann nicht lesen. Parker Luciani wurde vor der Küste der Republik Malta im Mittelmeer treibend gefunden und gerettet. Ja, immerhin. Ist doch schön. Nachdem Parker einen Monat lang medizinisch behandelt wurde, kehrte er als Spezialagent ins Hauptquartier der BSAA zurück. Clive O'Brien entschied sich dazu, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und seinen Posten als Leiter der BSAA zu räumen. Ey, du hast doch alles richtig gemacht, oder nicht? Winke, winke, ciao und tschüss, oder was wird das? Er ist derzeit als Berater für die BSAA tätig und schreibt zudem in seinem gemütlichen Zuhause an einem Kriminalroman. Versuch's doch mal mit Let's Plays. Ich habe gehört, da springt voll viel YouTube-Money raus. Was Jill Vantern und Chris Redfield angeht. Nun ja, die beiden haben keine Ahnung, welch schreckliches Schicksal sie erwartet. Und das war Resident Evil Revelations, der erste Teil. Also ich hatte gedacht, ich hätte noch ein paar Folgen. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen für übermorgen, also für Mittwoch und Freitag.
Na, na, na. Ich fand das Spiel jetzt nicht schlecht. Wenn ich einfach mich so an das Feeling zurückerinnere von irgendwie Resident Evil 1 und 2 und auch noch Teil 3, ah, dann ist es nicht so düster und mysteriös und mit den Puzzeln und irgendwie... Ah, also 1 und 2 fand ich echt am besten von allen. Von allen anderen Teilen waren 1 und 2 meiner Meinung nach am besten. Aber das Spiel hier war nicht schlecht. Hm. Das heutige Stichwort, was ihr in die Kommentare schreiben könnt, werde ich am Ende hiervon sagen. Hihihihi, um einfach mal zu gucken, wer von euch den ganzen Stuff hier mal ansieht. Derzeit für euch interessant, oder vielleicht interessant, es wird sich sogar sehr bald etwas ändern, was meinen Computer betrifft. Das heißt, dass ich euch auch schön Dinge anbieten kann in 1080 Pixeln und das, wahrscheinlich wird jedes Video dann in 1080p laufen. Ich bin mal gespannt, ob das alles was wird und wie das was wird. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich mir einen von MIFCOM zusammenbaue. Das war der ursprüngliche Plan. Dann habe ich gedacht, Mensch, ich hake da nochmal ein bisschen nach. Da warte ich quasi jetzt so ein bisschen bei denen nochmal auf Antwort. Dann warte ich derzeit, beziehungsweise wenn ich die Antwort habe, kann ich gucken, was ich mache. Weil mir wurde nämlich in der Familie von quasi, also neuer Teil der Familie, den ich selber gerade noch nicht kannte, sondern erst kennengelernt habe, ein PC, klingt komisch, ist aber so, ein PC angeboten von jemandem, der selber ganz viel YouTube-Videos gemacht hat. Und ich kenne seinen Profilnamen leider nicht. Den wollte er, ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht nachgefragt. Er sprach irgendwas von, ich glaube, 32.000 Abos, ich weiß es gar nicht, mit Call of Duty-Videos, ich weiß das nicht. Und der Typ ist allerdings jetzt wirklich nur noch dabei, Konsole zu spielen. Und er hat seinen Rechner irgendwie seit einem halben Jahr nicht mehr angehabt und das war echt, ist halt echt ein Megateil und den möchte er ganz günstig abgeben. Jetzt ist die Frage, hole ich mir lieber einen ganz neuen? Sorge ich dafür, dass vielleicht andere Leute mir einen ganz neuen bezahlen? Nicht mit Spenden oder so, sondern mit einer anderen Geschichte? Werde ich dann aber erzählen, wenn es soweit ist. Just Cause Production? Okay. Oder ich hole mir den. Ich weiß das nicht. Ich weiß es noch nicht, weil der ist ja jetzt nun auch nicht das Neueste von Neuesten, aber echt noch eine Megamaschine, muss man sagen. Und jetzt ist die Frage, hole ich mir jetzt lieber für ein bisschen günstiger Geld den, der jetzt so ein, zwei Jahre halten wird, oder hole ich mir halt für ein bisschen mehr Geld einen, der die nächsten 5-6 Jahre halten wird. Ja, denn also das, was ich da reingebaut habe, das hält definitiv noch die nächsten Jahre, weil das ist halt echt schon eine kleine Megakiste. Tose Software, Story Riders, Shirogumi Inc., Rogue, Kuddelmuddel, Just Cause, Binary Sonori, Sound Deluxe, Pole Town, Pole Toe Inn. Okay. Und das jetzige Wort ist, also, ne, das dürft ihr jetzt gerne reinschreiben, ist, Mega-Rechner. Oh, Sequenz. Psst. Kaffee. Oh, ich mach mir gleich noch einen. Also, wer bis hierhin geguckt hat, Mega-Rechner. In die Kommentare. War fast schon zu leicht, was? Och, sie. Dank der Firma ist morgen jetzt aus dem Spiel. Dunkelhoff. Schreib du bitte den Bericht dazu. Ach, übrigens. Warum lebt Parker noch? Dafür habe ich meine Gründe. Die BSAA ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Könnte noch hitzig werden. Ja, genau. Der Spaß fängt gerade erst an. Die olle Schnüpfe und der Rotschopf hat doch keine Seele. Ich wusste es. Verwechsel das aber jetzt bitte nicht mit deinem Kaffee. Errungenschaft, der dunkle Wald und die Läuterungsgestaden. Schaffen Sie den leichten Schwierigkeitsgrad leicht oder höher. Spezialzubehör, aufgeladener Schuss 3, auch das ist nett.
Wir könnten das nochmal machen, aber nee. Hydra für die Kampagne. Alter, Finne. Geil, und da ist ein Rotpunktvisier dran. Übel. Nice. Das ist nice. Oh Gott, die Folge hat mega Überlänge, aber ist ja auch die letzte. Herzlichen Glückwunsch. Sie können jetzt diese Speicherdaten dazu benutzen, ein neues Spiel mit all Ihren Ausrüstungsgegenständen zu beginnen. Möchten Sie diese Daten speichern? Wir raten ausdrücklich zum Speichern. Lass das doch mal machen. Auf so einem Extra-Ding. Auf 5. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt nochmal machen oder ob ich das für mich privat mache, aber wir haben es jetzt getan. Weiter. Fang jetzt nicht an, nochmal von vorne. Nee. Outfit auswählen wurde dem Kampagnenmenü hinzugefügt. Sie können jetzt ein neues Outfit für Ihren Charakter wählen. Geilomat. Kampagne. Neues Spiel plus Outfit auswählen. Da wollen wir nochmal reingucken zumindest. Die haben wir, warum haben wir die nicht freigeschaltet? Können wir die noch irgendwie herausfinden? Na, rechte Maustaste kommt mal wieder zurück. Nein! Komm, wir wollen ein bisschen gucken. Ja, danke schön. Ich will gucken. So, für sie haben wir, Jill Valentine haben wir den ganz normalen. Da haben wir den ganz normalen. Für Parker haben wir den. Und den. Ah, das sind die Unterschiede. Da finde ich den geiler. Ihn haben wir, ach, okay. Hier wissen wir noch nicht mal für wen. Wir haben einen Charakter noch gar nicht freigeschaltet, okay. Jetzt frage ich mich, was da passieren würde. Schade, so viel haben wir nicht. Das ist aber doof. Okay, liebe Leute. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich werde mir mal was einfallen lassen für diese Woche noch. Und dann wird sich sowieso ein bisschen was ändern. Also ich denke, spätestens Ende der Woche, am Wochenende, solltet ihr mal reingucken zwischendurch. Da wird wohl der nächste Vlog erscheinen. Und da werde ich mal ein bisschen nochmal was bekannt geben dafür. Ist nicht so das Mega-Geheimnis, aber ich möchte mir die Zeit nehmen, das anständig zu erklären. Bevor ich mich jetzt wirklich hier ewig und 3 Tage versabbel. Vielen lieben Dank für das Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Winke, winke, ciao. Und tschüss. Mega-Rechner in die Kommentare nicht vergessen.